Es war an einem Montagmorgen. Doris arbeitet am Montag und so bin ich zuständig fürs Mittagessen. Und Lorna, Lina und ich, wir saßen gemeinsam am Mittagstisch. Das Essen war okay und Lorna war für das Geschirrspüler einräumen dran. Ich habe die Töpfe gewaschen, Lorna hat währenddessen den Geschirrspüler eingeräumt. Und während wir so nebeneinander in der Küche stehen, stellt sie mir eine Frage. Papa, ja, wie ist das in der Zeit der Verfolgung? Gute Frage. Habt ihr in der Schule drüber geredet? Nein, eine Freundin hat mir gesagt, dass es in der Zeit der Verfolgung nicht leicht sein wird. Wichtiges Thema, Lorna. Aber ich muss jetzt in die Arbeit. Ich kann dir sagen, jetzt eine schnelle Antwort, hab keine Angst. Aber wir werden uns in unserer Familienandacht damit auseinandersetzen. Aus diesem Abend, aus dieser nächsten Abendandacht, aus dieser nächsten Morgenandacht wurden mehrere Andachten, wo wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Denn mir war es wichtig, dass die Kinder ohne Angst über dieses Thema Verfolgung nachdenken können. Und so haben wir über die Wesen nachgedacht, die im Dienst Gottes, im Dienst ihrer Majestät stehen. Engel. Engel, die uns im täglichen Leben begleiten. Und das ist das Thema von heute. Es gibt unzählige von ihnen. In Daniel 7,10 lesen wir von 10.000 mal 10.000, also 100 Millionen. In Hesekiel 1,14 lesen wir, dass sie so schnell sind wie der Blitz. Und in 2. Könige 19,35 lesen wir, dass ein Engel 185.000 Mann in einer Nacht überwältigt hat. Engel, unzählige, so schnell wie der Blitz, ein einziger, überwältigt 185.000 Mann. Da habe ich mir gedacht, das ist ein Thema, das möchte ich mit den Kindern ganz besonders studieren. Von der Wortbedeutung her bedeutet Engel nichts anderes als Bote, als Abgesandter. Und durch die ganze Bibel hindurch finden wir Berichte, wo Engel in den verschiedensten Situationen Menschen beigestanden haben und sie begleitet haben. Sie kamen zu Abraham mit der Verheißung des Segens. Sie kamen an die Tore Sodoms, um Lot vor der Vernichtung des Feuers zu erretten. Sie kamen zu Elia, als dieser aus Angst vor Isabel in die Wüste flüchtete. Sie kamen mit feurigen Wagen und Pferden zu Elisa, als dieser in der Stadt von den Feinden eingekesselt wurde. Sie kamen zu Daniel, als dieser am babylonischen Königshof nach göttlicher Weisheit suchte. Sie kamen zum Petrus ins Gefängnis, als dieser zu Tode verurteilt war. Sie erschienen Paulus in der Nacht, als er auf dem Schiff gefangen unterwegs war. Ellen White sagt uns, starke Engel werden vom Himmel gesandt, um die Nachfolger Christi zu beschützen. Der Böse kann die Schutzwache nicht durchbrechen, die Gott um sein Volk gestellt hat. Die Engel sind Wesen, über die wir nicht oft sprechen. Wir beten sie auch nicht an, wir sehen sie selten, vielleicht nie, oder vielleicht denken wir nur, dass wir sie nie sehen, weil wir sie nicht erkannt haben. Und genau aus diesem Grunde möchte ich in dieser Predigt heute über die Engel nachdenken. In Kolosser 1, Vers 16 steht, denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wir haben also Gott, der die Engel schafft. Er schafft die Engel genauso, wie er uns Menschen geschaffen hat. Ein Geschöpf Gottes. Nichts, was plötzlich da war, sondern Gott schafft die Engel. Und der einzige Unterschied zwischen den Engeln und uns ist, dass die Engel höher stehen als wir Menschen. Im Psalm 8, Vers 6 steht, du hast ihn, den Menschen, ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Und auch Luzifer wurde als Engel geschaffen. Er war im Himmel einer der wichtigsten und hochrangigsten Engel, bis er begann, sich einzubilden, dass seine Klugheit nicht von Gott käme, sondern aus sich selbst heraus. Und er ihm deswegen die gleiche Macht und Ehre zustünde wie Gott selber. Er gewann die Sympathie einiger seiner Mitgeschöpfe, indem er an der Regentschaft Gottes zweifelte und Kritik ausübte. Und der große Kampf im Himmel hat begonnen.
Gottes Plan war es, dass die Engel als seine Diener und uns als Menschen begleiten. Aber seit der große Kampf im Himmel begonnen hat und Satan den Himmel verlassen musste, gibt es diesen Kampf zwischen Gut und Böse und gute Engel und böse Engel. So wie die Engel Gottes Gott dienen, dienen die Engel des Satans dem Teufel. In Epheser 6, 12 steht, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich finde es immer wieder interessant, wenn man darüber nachdenkt, wie Menschen alle möglichen Schlösser an ihren Häusern anbringen und eine neue Alarmanlage anbringen, um so sich und ihr Eigentum zu schützen und dabei ganz außer Acht lassen, dass die bösen Engel sich durch keinen Riegel und durch kein Schloss aus dem Haus halten lassen, sondern dass sie allein durch den, dass wir allein durch den Schutz Gottes sicher sind. Aber wir brauchen keine Angst haben, denn rein rechnerisch steht es 2:1. In Offenbarung 12 lesen wir, dass ein Drittel der Engel den Himmel verlassen musste. Und wenn ein Drittel der Engel den Himmel verlassen hat, dann sind zwei Drittel bei Gott geblieben. Und so ist für jeden bösen Engel gibt es mindestens zwei gute. Der Titel der Predigt heute lautet Im Dienst ihrer Majestät. Schlag mit mir auf in 1. Mose Kapitel 28. Und wir wollen dort eine Geschichte ab Vers 10 lesen. 1. Mose Kapitel 28. Und ich beginne dort im Vers 10 mit euch zu lesen. Es ist die Geschichte, wo Jakob auf der Flucht ist. 1. Mose 28, Vers 10. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Stelle ich mir jetzt nicht so gemütlich vor, wenn man sich da ein paar Steine zusammenlegt, um sein Haupt darauf zu legen. Aber so schreibt es die Bibel hier. Die Sonne ist untergegangen, Jakob war unterwegs und er legt sich am Abend schlafen. Vers 12. Und er hat einen Traum und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Wir lesen also hier von Jakob, der einen Traum hat und er sieht in diesem Traum eine Leiter. Und diese Leiter steht auf der Erde. Und jeder, der schon mal auf eine Leiter gestiegen ist, der weiß, wie wichtig das ist, dass diese Leiter feststeht und nicht irgendwo in der Luft baumelt. Und diese Leiter ist nicht nur bis in die Wolken, nein, sondern mit der Spitze bis in den Himmel. Wozu brauchen wir eine Leiter? Eine Leiter hilft uns, um von A nach B zu gelangen. Eine Leiter ist dazu da, dass wir eine Kluft überwinden. Jetzt im Herbst zum Beispiel, wenn wir die Blätter aus der Dachrinne rausräumen müssen, dann brauchen wir diese Leiter, die wir fest am Boden stellen und oben bei der Dachrinne anlehnen, damit wir diese Blätter rauskriegen. Und genau dieses Bild bekommt der Jakob in diesem Traum. Und was ist auf dieser Leiter? Da steigt niemand auf und ab, der die Dachrinne ausräumt, sondern, und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Auf und nieder. Und Jakob bekommt dieses Bild von Gott, dass diese Engel da auf dieser Leiter unterwegs sind. Gehen wir ins Neue Testament, denn da haben wir ein ähnliches Bild. Und ich lade euch ein, mit mir das Johannesevangelium aufzuschlagen. Und dort in Johannes das erste Kapitel. Johannes Kapitel 1. Und wir lesen dort ab Vers 45. Johannes Kapitel 1 ist dieser Moment, wo Jesus seine Jünger beruft. Und im Vers 43, da finden wir, wie Jesus den Philippus ruft, folge mir nach. Und Vers 45 steht dann, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, Nathanael, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn von Nazareth. Und man kann ja, ich finde, man kann erkennen, wie der Philippus hier begeistert ist und sagt, wir haben ihn gefunden, Jesus, den, auf den wir gewartet haben. Und was sagt der Nathanael? Und Nathanael sprach zu ihm,
Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Da ist die Begeisterung noch nicht so groß. Kann da irgendwas Gutes aus Nazareth kommen? Aber Philippus lässt sich nicht auf ein Zwiegespräch ein. Er verteidigt Jesus auch gar nicht, sondern er sagt im nächsten Abschnitt dann, komm und sieh. Schau es dir einfach mal an. Schau dir mal an, wen ich getroffen habe. Vers 47, Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm. Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Diese beiden sind sich noch nie begegnet. Der Nathanael kommt auf Jesus zu und Jesus sagt, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Und Nathanael denkt sich vielleicht, wie kann er das über mich sagen? Er hat mich doch noch nie gesehen. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Und Jesus antwortet und spricht zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Und ich wünschte, es gäbe mehr Menschen, die wie Nathanael glauben können. Denn was sagt denn Vers 49? Nathanael antwortet und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Nathanael erfährt von Jesus, ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst. Und das reicht dem Nathanael schon, dass er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Ich glaube dir. Du bist der König von Israel. Und was antwortet Jesus? Im Vers 50, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sage, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen? Reicht dir das, dass ich dir sage, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen? Du wirst Größeres sehen als das. Denn Jesus wusste, Nathanael, du wirst Lahme gehen sehen, du wirst Blinde sehen, du wirst sehen, wie Tote lebendig werden und du bist schon begeistert, du glaubst schon von dem, wenn ich sage, ich habe dich unterm Feigenbaum gesehen. Vers 51, und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und da kommt jetzt dieses Bild, das wir vorher auch schon im 1. Mose uns angeschaut haben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Hier ist eine kleine Veränderung. Da kommen die Engel wieder vor, die hinauf und hinabfahren, genau wie im Alten Testament. Nur ist hier nicht von einer Leiter die Rede, sondern hier ist von Jesus die Rede, auf dem diese Engel auf- und abfahren, auf dem sie unterwegs sind. Jesus ist diese Verbindung von der Erde zum Himmel. Und die Engel sind nach wie vor die gleichen, die auf- und abfahren. Und Jesus sagt in der Folge, ich bin die Tür, ich bin das Brot, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kann ohne mich von hier unten nach dort oben kommen. Jesus, der Mittler zwischen Himmel und Erde. Und die Engel als die Diener, die Boten, die Abgesandten, die uns begleiten auf diesem Weg von der Erde in den Himmel. Was machen die Engel? Schlag mit mir auf 1. Mose 22. Wir wollen uns verschiedene Beispiele heute anschauen, wo wir sehen, was die Aufgaben der Engel sind. 1. Mose, Kapitel 22, und ich lese dort aus der Geschichte Abrahams. Abraham ist mit seinem Sohn Isaak unterwegs zu dem Berg, wo er den Auftrag bekommen hat, dass er seinen Sohn Isaak opfert. 1. Mose, Kapitel 22, und als sie dort am Berg angekommen waren und Abraham seine Hand gegen Isaak erhebt, hört er die Stimme des Engels Gottes, 1. Mose 22, 11 und 12. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Hier kommt der Engel Gottes mit einem Auftrag, mit einer frohen Botschaft. Er sagt, tue deinem Sohn nichts. Ich habe erkannt, dass du Gott fürchtest. Es ist die Botschaft der Befreiung für Abraham. Es ist die Botschaft, die ihm sagt, du musst deinen Sohn nicht opfern, nimm diesen wieder. Und wenn wir uns in die Lage Abrahams hineinversetzen, dann können wir uns nur vorstellen, welcher großer Stein ihm vom Herzen gefallen ist, als der Engel ihm diese Botschaft bringt. Oder wenn wir ins letzte Buch der Bibel gehen, Offenbarung Kapitel 14, und dort in den Vers 6 lesen,
dann lesen wir dort auch von einem Engel, der eine Botschaft bringt. Offenbarung Kapitel 14, und wir kennen diese Botschaft, die Botschaft der drei Engel. Und dort lesen wir im 6. Vers: Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium. Und Evangelium heißt nicht anderes als frohe Botschaft. Der hatte eine frohe Botschaft zu verkünden denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volk und jeder Sprache und jedem Volksstamm. Der Engel Gottes, der unterwegs ist und der die gute Nachricht der ganzen Welt zu verkündigen hat. Die Engel sind also die Boten Gottes, die unterwegs sind, um Botschaften Gottes an uns Menschen zu bringen. Oder denken wir an die Geschichte, die wir in den nächsten Wochen noch öfter hören werden, weil Weihnachten vor der Tür steht, aus Lukas Kapitel 2, wo der Engel dem Hirten erscheint. Und wir lesen in Lukas Kapitel 2, Vers 10, und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen: Herrlich ist es bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen. Als Jesus geboren wird, kommen also die Engel mit der frohen Botschaft zu den Hirten. Sie sind die Botschaft überbringen, dass der Sohn Gottes geboren wird. Und so wie wir in 1. Mose lesen, dass Gott seinen Engel schickt zum Abraham, um ihm die frohe Botschaft zu geben, so wie wir in der Offenbarung lesen, dass der Engel unterwegs ist mit der frohen Botschaft zu allen Völkern und Sprachen, und so wie wir in Lukas gelesen haben, dass die Engel die frohe Botschaft den Hirten gebracht hat, so werden sie auch uns in der Zeit der Verfolgung beistehen. Schlag mit mir auf in Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21, und wir lesen dort den Vers 12 bis 15. Denn das ist die Zeit, wo davon beschrieben ist, dass es die Gläubigen nicht einfach haben werden. Lukas Kapitel 21, Vers 12. Vor diesen aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. So nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt, denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der all eure Widersacher nicht werden widersprechen, noch widerstehen können. Auch in dieser Zeit, auch in dieser schweren letzten Zeit, wird Gott und Gott durch seine Engel uns beistehen, selbst bei dem, was wir zu sagen und zu reden haben. Erster Punkt: Die Engel sind Boten Gottes, die unterwegs sind, um uns die Botschaft zu bringen, die uns die Botschaft geben, dass wir wissen, dass wir von Gott geführt sind. Zweiter Punkt: Engel Gottes sind bei uns, wenn wir in Gefahr sind. Ich lade euch ein, nochmal ins Alte Testament zu gehen, in das Buch der zweiten Könige. Zweiter Könige, Kapitel 6. Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, zweiter Könige, und dort lese ich aus dem 6. Kapitel. Es ist diese Geschichte, wo der König von Syrien gegen Israel zu kämpfen versucht. Und der König von Israel ist ein Stratege und er plant ganz genau, was der nächste Schritt ist. Er weiß, okay, ich möchte die Israeliten an diesem Punkt überraschen. Und er schickt alle seine Männer dorthin, nur die Israeliten sind schon lange abgezogen, weil sie vorher von Elisa durch Elisa hat der König erfahren, dass der König von Syrien dorthin kommt. Und das ist diesem König mehrmals passiert. Er schickt seine Soldaten hin, um die Israeliten zu überraschen, und jedes Mal waren die Israeliten schon wieder weg. Und irgendwann sagt er: Es reicht. Wir müssen ein Spitzel unter uns haben, ein Spitzel, das den Israeliten immer ganz genau sagt, was ich plane. Und er wird aufgeregt. Aber da hat er Gott sei Dank seinen Geheimdienstmitarbeiter, einen Knecht, der ihm sagt: Guter König, es ist niemand von uns. Es ist niemand von uns, der ihm diese Botschaft bringt, sondern sie haben einen Mann, den Elisa. Und der ist es, der ihm immer wieder sagt,
was passiert. Vers 12, 2. Könige 6, 12, da sprach einer seiner Knechte, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Und der König sagt sich, was? Der Elisa? Nichts leichter als das? Dann schnappen wir uns den Elisa und dann ist alles vorbei. Nur ist der König zu kurzsichtig, dass er vergisst, dass wenn Elisa von Gott alles eingegeben bekommt, dass auch der Gott, der alles weiß, diesen Elisa beschützen kann. Und wir lesen im Vers 14, da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Der König schickt also alle seine Krieger in die Stadt, in der Elisa und sein Knecht schlafen und er umzingelt die ganze Stadt. Vers 15, als nun der Diener des Mannes Gottes früh am Morgen aufstand und hinausging. Und ich stelle mir die Situation vor, wie der gerade noch verschlafen, seine Augen sind noch gar nicht ganz offen. Er nimmt den Kübel, um Wasser zu holen und er geht hinaus und plötzlich hört er, wie die Pferde der Feinde schnauben. Und er reibt seine Augen und er schaut und er sieht, die ganze Stadt ist umgeben mit feindlichen Kriegern. In dem Fall lässt er den Kübel fallen und geht zurück ins Haus. Und er denkt, was machen wir jetzt? Vers 15, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu Elisa, oh weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Der Knecht Elisas hat Angst. Er fragt sich, wie wird es in dieser Situation wohl weitergehen? Kennen auch wir solche Situationen, wo wir uns fragen, wie wird es jetzt wohl weitergehen? Was ist jetzt wohl der nächste Schritt in meinem Leben? Was sollen wir nur tun? Und ich liebe Vers 16. Elisa sagt, fürchte denn dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Elisa sagt, hab keine Angst. Die, die bei uns sind, sind viel mehr als die anderen sind. Und jetzt hat der Knecht ein Vorrecht, das ich jedem Einzelnen von uns nur wünschen würde. Dieses Vorrecht, dass ihm dieser Vorhang beiseite geschoben wird, dieser imaginäre Vorhang, und er sieht die Engel. Und wenn dieser Vorhang hier in dieser Gemeinde beiseite geschoben werden würde, dann würden wir auch die Engel hier sehen. Und wir würden sehen, dass die Engel hier mit uns Gottesdienst feiern. Vers 17, und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnet der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah, und siehe, der Berg war voller Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Der Knecht sieht plötzlich über diese feindliche Armee, die plötzlich klein wirkt, eine noch viel größere Armee Gottes, die gekommen ist, um sie zu retten. Und dieses Kapitel geht in einer wunderbaren Art und Weise weiter und ich lade euch ein, dieses Kapitel heute Nachmittag weiterzulesen, aber wir werden jetzt mit unserem Thema weitergehen. Und es ist gewaltig, wie Gott diesem Knecht den Vorhang beiseite zieht. Elisa ist nicht der, der sagt, ich und mein Knecht würden gern die Engel sehen, sondern Elisa sagt, öffne meinem Knecht die Augen. Elisa wusste, dass die Engel da sind. Elisa musste es nicht sehen, vielleicht hat er es auch gesehen, das berichtet uns die Bibel nicht. Aber Elisa musste es nicht sehen, weil er geglaubt hat, weil er wusste, sie sind da. Aber der Knecht hat in diesem Moment dieses Vorrecht bekommen, dass er die Engel sieht. Oder wir gehen in Daniel Kapitel 6. Eine Geschichte, die wir kennen, die wir gut kennen, wo Daniel aufgrund seines Glaubens verfolgt wird. Die anderen Statthalter waren eifersüchtig auf den Daniel und sie versuchen alles, dass sie ihn in die Löwengrube bekommen. Vers 21 und 22, Entschuldigung, Vers 19, Daniel wird in die Löwengrube geworfen. Vers 19, dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zu der Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können?
Der König fragt sich, ist es diesem Gott möglich? Und er hat offensichtlich genug Glauben, dass er den Daniel ruft, dass er hinausgeht und ruft, Daniel, hat dein Gott dich gerettet? Wo alle anderen denken, keine Chance, wenn man bei den Löwen drin war, dann ist es vorbei. Vers 22, da sprach Daniel zu dem König, O König, mögest du ewig leben. Vers 23, und da kommt der Engel ins Spiel. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, König, nichts Böses verübt habe. Daniel sagt, Gott ist es, der kann. Und Gott hat seinen Engel geschickt und der Engel hat ihm das Maul zugehalten. Und der Engel konnte nichts Böses tun. Und ich liebe Vers 24, da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Vorher wusste der König, er kann nicht aus. Das Gesetz sagt, jeder, der anbetet, muss in die Löwengrube geworfen werden und er musste in die Löwengrube geworfen werden. Aber es war noch nie der Fall, dass da jemand überlebt hat in dieser Löwengrube und so gab es kein Gesetz, das gesagt hat, man darf nicht jemanden wieder rausholen. Und der König sagt, hol den Daniel wieder raus, er hat überlebt. Der Daniel ist da. Der Herr rettet Daniel durch seinen Engel. Im Psalm 91 haben wir einen Text, der genau das noch einmal wiedergibt. Psalm 91 und dort die Verse 10 bis 12. Da steht, denn er wird seinen Engeln Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Und das war auch das Lied, das Doris und Lorna für uns vorgetragen hat. Und ich bin so froh, dass wir diese Verheißung haben, wo steht denn, er wird seinen Engel Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Und das ist es, was wir mitnehmen müssen in unseren Alltag, dass wir wissen, dass die Engel Gottes bei uns sind, dass sie uns behüten. Erstens, die Engel sind Boten Gottes. Sie sind als Gesandte Gottes unterwegs und ihre Aufgabe ist es, uns zu informieren und zu warnen. Zweitens, Gott beschützt die Menschen durch seine Engel, wenn wir in Gefahr sind. Dritter Punkt, Gott spricht den Menschen Mut zu durch seine Engel. Matthäus Kapitel 28. Es ist die Geschichte, wo Jesus gestorben ist. Es ist einer der traurigsten Momente der ganzen Menschheit, aber nicht nur der Menschheit, sondern auch der Engel Gottes. Denn ihr geliebter Jesus fand am Kreuz seinen Tod. Und Josef von Arimathia nimmt diesen Leichnam Jesu und bringt ihn in seine Gruft. Und es hat mehrere Männer gebraucht, die diesen schweren Stein vor die Gruft gewälzt haben. Und viele sind traurig an diesem Tag. Und Maria Magdalena und Maria sind unterwegs zum Grab. Und im Parallelbericht in Markus 16 lesen wir, dass sie sich unterhalten haben und gefragt haben, wer wird uns den Stein von der Gruft wälzen? Sie wussten, es ist ein Riesenstein und sie haben keine Chance, diese zwei Frauen, dass sie ihn wegwälzen. Aber wir lesen im Vers 2, Matthäus Kapitel 28, und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein vom Eingang weg. Und er hat wahrscheinlich nicht einmal beide Hände dafür gebraucht, sondern mit einer Hand diesen Stein auf die Seite gewälzt, setzte sich darauf und sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt und seht den Ort, wo er der Herr gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Können wir uns die Situation vorstellen? Diese zwei Frauen, traurig, dass Jesus gestorben ist und sie kommen zu diesem Grab und da ist plötzlich der Engel. Und der Engel sagt, macht euch keine Sorgen, habt keine Angst. Jesus ist auferstanden, genau so, wie er es gesagt hat. Und das war für diese Frauen die größte Freudenbotschaft, die sie bekommen konnten. Der Engel hat ihnen Mut gemacht und hat gesagt, er ist nicht tot, er ist auferstanden. Und wir lesen weiter in Vers 9.
Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, Vers 8, und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude. Sie hatten Ehrfurcht vor dem, was geschehen ist, aber sie hatten große Freude, weil diese Engel eine frohe Botschaft gebracht haben, weil sie ihnen Mut gemacht haben, diesen beiden Frauen. Oder Apostelgeschichte, Kapitel 27. Es ist der Moment, wo Paulus auf dem Schiff ist. Apostelgeschichte 27, Paulus mit dem Schiff unterwegs nach Rom. Der Sturm tobt, das Unwetter ist hart und die meisten von ihnen dachten, sie werden nie wieder festen Boden unter den Füßen haben. Aber in Kapitel 27, Abvers 20, da steht, da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, ihr Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta abfallen sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Doch jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. In dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel Gottes, den ich angehört habe und dem ich diene. Und er sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir auf dem Schiff sind. Gott sagt, der Engel Gottes sagt zum Paulus, hab keine Angst. Er erscheint ihm in der Nacht in dieser Situation, wo es auf diesem Schiff hart zugegangen ist, aber er erscheint in der Nacht und sagt, hab keine Angst, du wirst überleben und alle anderen, die mit dir sind. Gott spricht dem Paulus durch seinen Engel Mut zu. Gott schickt seine Engel, damit sie uns die Botschaft bringen, damit sie uns als seine Gesandte informieren. Gott beschützt uns Menschen durch seine Engel. Gott spricht uns durch seine Engel Mut zu und die Engel kümmern sich auch um unsere physischen Bedürfnisse. Wir gehen nochmal ins Alte Testament, 1. Könige Kapitel 19. 1. Könige Kapitel 19. Und lesen dort ab Vers 5. Elia, der auf der Flucht ist vor Isabel. Elia hat kurz davor das Karmelerlebnis, wo er gesehen hat, wie Gott ihn segnet, wo sein Opfer erhört worden ist, wo Gott das Opfer angenommen hat. Und Isabel sagt ihm, du wirst sterben und plötzlich bekommt Elia Angst. Und Elia ist auf der Flucht. 1. Könige 19, Vers 5. Und da steht, und er legte sich, er läuft durch die Wüste, in Vers 5, und er legt sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Der Engel des Herrn kommt und sagt, Elia, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Wow, er ist in der Wüste und da steht frisches Brot und der Krug mit dem Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist weit für dich. Und er stand auf, aß und trank und er ging, und passt auf, was jetzt hier steht, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und Nächte. Engelsbrot hat also ganz besondere Kraft. 40 Tage und 40 Nächte nach zweimal Engelsbrot ist der Elia unterwegs und kommt dort zu dem Berg, wo Gott ihm begegnet. Die Engel Gottes sind die Botschafter, die uns die Botschaft Gottes bringen. Die Engel Gottes beschützen uns, wenn wir in Gefahr sind. Die Engel Gottes sprechen uns Mut zu, wenn wir Mut brauchen. Und die Engel Gottes kümmern sich viertens um unsere physischen Bedürfnisse. Und auch wenn wir in Offenbarung 13 lesen, dass es am Schluss der Zeit weder Kaufen noch Verkaufen gibt, dann lesen wir bei Ellen White in frühen Schriften, ich sah die Heiligen die Städte und Dörfer verlassen und sich scharenweise zusammentun. Sie wohnten an den einsamsten Orten, aber Engel Gottes versehen sie mit Nahrung und Wasser, während die Gottlosen Hunger und Durst leiden. Es wird genauso sein, wie es damals war bei Elia, dass die Engel die gläubigen Menschen mit Brot und Wasser versorgen. Denn Gott kann die Verhältnisse umkehren. Aus denen, die gejagt werden, werden die, die gesegnet sind von ihm. Gott
hilft uns in schwierigen Situationen. Ich möchte noch mit euch einen Psalm lesen. Psalm 34. Und dort im Psalm 34, den Vers 8. Und im Psalm 34, Vers 8 steht, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er hilft ihnen heraus. Und das ist eine Geschichte, die Lina erlebt hat. Und ich möchte sie kurz zu mir bitten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er hilft ihnen heraus. Lina, erzähl uns mal, in welchem Land sich das zugetragen hat. In Bangkok. Oh, Bangkok ist die Stadt. Und in welchem Land war das? Thailand. In Thailand. Wir reisen also nicht nur in unserer Kindergeschichte nach Thailand, sondern auch während der Predigt. Und die Lina hat in Thailand gelebt mit ihrer Familie, ich als ihr Papa, ihre Mama, ihre Schwester. Und eines Tages ist etwas Besonderes gewesen. Wir haben uns immer ganz besonders gefreut, wenn Besuch gekommen ist. Und so hat die Mama gesagt, wir fahren heute zum Flughafen. Okay, und was habt ihr gemacht, bevor ihr zum Flughafen fahrt? Wir wollten zu unserer Freundin fahren. Ah, ihr habt dort eine Freundin gehabt, die ihr besuchen wollt. Und wie habt ihr das gemacht? Habt ihr den Weg dorthin gekannt? Nein. Und wie seid ihr dann zu ihr hingefahren? Mit dem Navi. Mit dem Navi. Praktisch, wenn man so ein Navi hat, man gibt die Adresse ein und denkt, man kommt bei der Freundin heraus. Aber ihr seid nicht bei der Freundin rausgekommen, sondern wo seid ihr rausgekommen? In einer anderen Provinz. Ihr seid in einer anderen Provinz herausgekommen. Das ist das Problem, wenn man sich auf die Navis verlässt, denn sie sind nicht immer ganz so genau. Wie weit war denn das ungefähr weg von der Freundin, die ihr besuchen wollte? 2 Stunden. Woher habt ihr denn das gewusst? Wo seid ihr denn da rausgekommen? Wie hat das ausgeschaut um euch, wo ihr da rausgekommen seid? Was war dort? Eine Siedlung. Eine Siedlung und was noch? Ein Spielplatz und, mit 2 Schaukeln und einer Rutsche. Okay, also da war eine Schaukel. Und was war noch auf dem Spielplatz? 2 Jugendliche. Ah, und was haben diese 2 Jugendlichen damit zu tun? Was habt ihr gemacht? Hat die Mama die was gefragt, die 2? Nein. Sondern? Sie hat ihr das Handy gegeben, dass sie mit unserer Freundin redet. Okay, das Problem war, dass diese Jungs, die dort am Spielplatz gesessen ist, kein Wort Englisch konnten. Und so hat die Doris ihnen ihr Handy gegeben und sie gebeten, dass sie doch einfach mal telefonieren, um mit der Freundin zu reden, damit die Doris dann weiß, wo sie sind. Und habt ihr dann erfahren, dass ihr wie weit weg seid von der Freundin? 2 Stunden. Okay, das waren ungefähr wie viele Kilometer, weißt du das? 25 Kilometer war dir weg von der Freundin. Und das ist durch Bangkok hindurch, es war weiter weg als 25 Kilometer, aber es war durch Bangkok durch ein weiter Weg. Und was habt ihr dann gemacht? Dann habt ihr die Straßenschilder gelesen, wie es jetzt weiter zum Flughafen geht. Nein, warum habt ihr die Straßenschilder nicht gelesen? Weil dort alles auf Thai gestanden ist. Okay, in Thailand steht natürlich alles auf Thai und so kann man nicht lesen, was da gerade jetzt der Weg zum Flughafen ist. Denn das sind lauter Zeichen, die wir eben nicht entziffern können. Und was habt ihr dann gemacht? Dann ist eine Läuferin vorbeigelaufen. Eine Läuferin? Und was hat die gemacht? Sie ist gelaufen. Und dann habt ihr? Hat meine Mama sie gestoppt und hat gefragt, ob sie Englisch sprechen kann. Ah, die Mama hat sie gefragt, gibt es da jemanden, der Englisch kann? Wie geht's denn zum Highway. Zum Highway. Was ist denn der Highway? Der Highway ist sowas wie eine Autobahn. Autobahn, genau. Und diese Frau, was hat diese Frau gesagt? Ja, ich kann Englisch sprechen. Ja, ich kann Englisch sprechen und? Ich fahre mit euch bis zum Highway. Ich fahre mit euch bis zum Highway. Wusstet ihr, wie weit das ist bis zum Highway? Na, das habt ihr nicht gewusst. Aber diese Frau hat gesagt, sie steigt ein. Und wie lange wart ihr denn unterwegs zum Highway? 25 Kilometer war die unterwegs bis zum Highway. Und diese Frau ist einfach mitgefahren. Was hat die Mama dann am Highway gesagt zu der Frau? Dann brauchst du Geld für ein Taxi. Sie wollte ihr Geld für das Taxi zum Nachhausefahren geben. Und diese Frau hat gesagt? Nein. Nein, danke. Und? Dann ist sie ausgestiegen, dann war die Säule vom Highway und dann war sie weg.
Da war eben, vielen Dank, Lina, dann ist diese Frau eben ausgestiegen aus dem Auto und dann war sie plötzlich hinter einer Säule verschwunden und weg. Doris wollte ihr noch Geld geben, aber sie war weg. Und Doris war am Highway und am Highway gibt es dann endlich Schilder, die auch in deutscher Sprache, also in lateinischer Sprache sind, lateinischen Schriftzeichen sind und wo eben dann angeschrieben war, der Weg zum Flughafen. Wie haben wir gelesen im Psalm 34, Vers 8? Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. War es ein Engel? Wir wissen es nicht. Aber es war sicher ein Engel, der diese Frau dorthin gebracht hat und der bereit war, mit Doris sie durch dieses Häusergewirr wieder hinauszuführen. Die Engelbote, die Engel Gottes sind Boten, die uns informieren. Die Engel Gottes beschützen uns Menschen, wenn wir in Gefahr sind. Die Engel Gottes sprechen uns Mut zu. Die Engel Gottes kümmern sich um unsere physischen Bedürfnisse und die Engel Gottes helfen uns, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Jedem Nachfolger Christi ist ein Schutzengel zur Seite gestellt. Und das ist auch der Grund, warum wir jeden Morgen mit unseren Kindern beten, bevor sie das Haus verlassen. Weil wir sie nicht ohne diesen Schutz gehen lassen, weil wir sie nicht ohne diesen Engelsschutz von uns gehen lassen wollen. Und es wird gewaltig sein, wenn wir im Himmel dann einmal die Möglichkeit haben, mit unserem Engel persönlich ins Gespräch zu kommen und ihn fragen, wie war das damals? Und er uns erzählen wird, wie viele extra Schichten er einlegen musste, damit er uns bewahren konnte, damit er für uns sorgen konnte. Freunde, wir haben guten Grund, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben. Jesus ist der Mittler und seine Engel steigen heute und in der Zukunft auf und ab, um uns zu dienen. Und ich möchte ein Zitat aus dem Leben Jesu lesen, das das nochmal bekräftigt. Unaufhörlich, Leben Jesu, Seite 128, unaufhörlich bewegen sich die Engel Gottes von der Erde zum Himmel und vom Himmel zur Erde. Sie waren es auch, die Engel, durch welche die Wunder des Heilands an den Kranken und Leidenden gewirkt wurden. So gelangen auch die Segnungen Gottes zu uns durch den Dienst der himmlischen Boten, indem der Heiland menschliche Natur annahm, verband er seine Belange mit denen des gefallenen Menschengeschlechts, während er durch seine Göttlichkeit den Thron Gottes in Anspruch nimmt. Dadurch ist Christus der Mittler geworden zwischen Gott und den Menschen, zwischen uns und dem himmlischen Vater. Und ich möchte schließen mit einem Text aus Hebräer Kapitel 1. Und ich lade euch ein, diesen Text als letzten Text heute mit mir aufzuschlagen. Hebräer Kapitel 1. Bei all dem, was die Engel im Auftrag Gottes für uns tun, gebührt die ganze und alleinige Ehre Gott allein. Hebräer Kapitel 1, Vers 10 und ich lese bis 14. Und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Jesus ist der Schöpfer. Und hier wird beschrieben, dass diese Schöpfung irgendwann ein Ende haben wird, aber dass Gott, Jesus, dass das kein Ende hat. Vers 13, zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße hinlege als Schemel, dass ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, welche das Heil erben sollen? Jesus ist der Schöpfer. Jesus ist der Ewige. Jesus ist der, der am Thron sitzt. Und die Engel sind seine Diener, ausgesandt zum Dienst um deretwillen, die das Heil ererben sollen. Für uns als gläubige Menschen. Und das ist die frohe Botschaft, die das Wort Gottes für mich heute zum Ausdruck bringt. Gottes Engel, Gott schickt seine Engel, dass sie uns beistehen, egal in welcher Situation. Amen.